Willkommen zurück zu Super Mario Maker. In diesem Part wage ich mich an etwas Großes. In diesem Part zeige ich euch gleich vier Event-Level hintereinander, nämlich die vier Wettbewerbslevel des Togaiger 2016 Wettbewerbs. Was auch immer das sein soll. Ich habe keine Ahnung, aber es kam auf einmal ganz plötzlich, nämlich vier Event-Level gleichzeitig. Ihr merkt es alle an die vier Styles angelehnt, also Super Mario Bros. 1, 3, World und New Super Mario Bros. U. Jeder in einem der vier Bros-Styles. Ja, ich glaube, was soll das sein? Wir sind bestimmt jetzt so ganz schwere Level, vermute ich. Bestimmt so, naja, lesen wir es uns mal durch. Dieser Level wurde von Nintendo für Togaiger 2016, ein großes Videospiel-Event in Japan, gebaut. Er wurde als erste Runde im Finale des Baumeister-König-Spielerkönig-Wettbewerbs verwendet. Okay, schauen wir es uns mal an. Nett aber, dass sie diese Level gleich mit der ganzen Welt teilen. Okay. Scheint wirklich, ja, scheint ganz interessant zu sein. Okay, ja, das habe ich ja... Oh, okay, ich glaube, ich verstehe. Unter den Roten darf man nie stehen. Unter den Schwarzen kann man sich noch irgendwie schützen, aber unter den Roten nicht. Okay, ich habe schon verstanden, wie das funktioniert. Habe verstanden. Wie hätte ich mich denn da wieder retten sollen? Ich habe doch eh gleich gesagt, diese Level sind knallhart. Ich habe nebenbei auch mal was Lustiges gesehen. Ich glaube, das war zwar nicht dieses Togaiger 2016, aber auf Nintendo Österreich wurde doch mal, was war das? Irgendwas so ein... Was war denn das wirklich? Na toll. Da wurde halt... ich glaube, das war auch in Japan, aber das war nicht das. Ihr wisst schon, da wurden so ein paar Spieler eingeladen, eine Art Pac-Man-Level zu spielen. So ähnlich wie meiner, nur ohne Amiibo. Habt ihr das vielleicht... Wieso? Ich habe doch die Kanonenkugel gar nicht berührt. Oh, Backe, Backe, Kuchen. Naja. Und ja, das war dem... Ich glaube, das war zwar nicht Togaiger. Ich meine, das war ja auch 2000... Na toll, da bin ich jetzt zu schnell reingerannt. Das war ja auch nicht 2016, das war so, ich glaube, noch vor dem Release-Termin des Spiels. Okay, und hier gibt es auch irgendwo eine fiese Tür, die scheinbar zurückführt. Okay, vor der sollte ich aufpassen. Oh, ey, ich hab doch... Springe ich da immer dazwischen rein? Naja, auf jeden Fall, ich habe mir gleich gedacht, diese Event-Level werden den ganzen Part füllen. Okay. Sieht so aus, als würde es hageln. Kommt euch das auch so vor? Mir kommt so vor. Okay, ein Schutzloch. Wow. Okay, Checkpoint. Halleluja. Okay. Ah, ich glaube, hier brauche ich einen Stern. Wow, das ist aber... Ich habe mir eh gleich gedacht, dass ich die Level gesehen habe. Das müssen knallharte Level sein. Okay, und sogar Feuerblume. Wie überaus nett. Ah, das hätte jetzt eigentlich besser in den... New Super Mario... In den... Ah, denke ich mir ja, hier muss es noch eine Kanonenkugel geben. Das hätte jetzt irgendwie besser in den New Super Mario Bros. U Style gepasst. Nämlich aus dem folgenden Grund... Ah, ich habe mir noch gedacht, diese große Kanonenkugel schießt nicht grundlos nach unten. Aus dem folgenden Grund, in New Super Mario Bros. Wii, was ja fast identisch mit U ist, da gab es auch so eine Starcoin, an die man so rankommt. Und das habe ich auch irgendwie vorausgesehen. Dass man hier nicht nach unten springen darf. Okay, ist auf jeden Fall eine coole Idee, dieser Level. Vor allem der zweite Abschnitt. Der erste war mir... Ja, Moment, wäre ich da auch durchgekommen? Moment. Ich glaube, ich verstehe so ungefähr, wie das hier... Ich trottel. Ich muss einfach nach unten? Und, obwohl, ah ja... Moment. Dann, habe ich das richtig verstanden? Ich muss den ersten Abschnitt dann... Ah ja, ich habe es mir eh gleich gedacht. Also nur mal kurz zur Info. Ich muss da ja, ihr habt es gemerkt, da ist ein Block und da muss ich als Großer durch. Das heißt, ich muss jetzt den vorigen Bereich nochmal abschließen, aber muss dabei groß bleiben. Ich kann mir nur einen Treffer leisten. Versteht ihr? Wow. Glück, dass ich hier nicht gleich von Anfang an starten muss. Okay, dann eben noch einmal. So, na endlich. Obwohl, ah, das ist jetzt doof. Ich darf jetzt wirklich kein einziges Mal getroffen werden. Warum musste ich auch einen Versuch einfach so herschenken? Lauf, Klempner!
Ja, ich kann mich ja hier verstecken. Ja, Halleluja. Wow. Moment, was? Oh nein, ich brauche ja da doch Feuerblume. Und, ach ja. Ich habe zuerst gedacht, ich muss einfach nur den Block anstoßen, aber dann habe ich ja vergessen, dass da ja auch noch diese Dinger sind. Also die Piranha-Pflanzen. Oh, Backe. Das heißt, ich darf hier kein einziges Mal... Oh Gott, und sowas macht man für einen Wettbewerb? Also ich würde mir ganz ehrlich gesagt sowas nicht anschauen. Nämlich aus dem vorigen Grund, da kriegt man doch bei so einem Wettbewerb, der bestimmt auch live irgendwo übertragen wird, da kriegt man doch nur Abstürze zu sehen. Wie langweilig ist das denn? Also ich würde mir das ganz ehrlich nicht anschauen. Diesen Togeiger oder wie es heißt. So, ah. Okay, Moment. Banzai! Ja, okay, so, komm. Diesmal schaffe ich's. Warum kann ich nicht gleich einfach raufgehen? Okay, so. Oh, aufpassen. Upsa. Wow. Knapp. Nein! Warum? Obwohl, jetzt hätte ich ja als großer durchgehen. Nein. Anders als... Ach, das wäre ja auch nicht gegangen. Ich hab... Ich würde mir diesen Togeiger nie anschauen. Ich meine, ich stelle mich hier ja schon blöd an. Aber... Ich würde mir das echt nicht anschauen. Ich meine, ich würde sowas nicht gerne sehen. Ich wette, es ist auch für euch langweilig, jetzt hier ein paar Abstürze zu sehen. Also... Warum sollte ich mir sowas anschauen? Hipsa, hipsa. Da kann man ja fast eins abs machen. Wow. Nein! Obwohl, man muss nicht alles nochmal machen. Wenigstens hat man das gut gemacht. Aber ja, ich darf ja da... Oh Gott. So, komm. Hipsa. Das ist eine Beete. So wird was. Ich habe auch ein Level gebaut. Wo man so, zwar mit Kugelwheels und kein Kanonenkugeln, aber den Level, den würde ich ja auch gerne hochladen. Nur, er heißt Kaizo Mario Bros. 3 und ich habe ihn bisher noch nicht geschafft. Oh, Backe, und den habe ich im Release-Monat des Spiels programmiert. Also könnt ihr euch vorstellen, wie oft ich schon versucht habe, den zu schaffen. Oh ja, der ist wirklich schwer. So... So, ja, ich hab's geschafft. So, bitte lass dahinter ein Checkpoint sein. Wow, meine Fresse. Na, endlich denke ich mir, ja, es muss doch gehen. Was? Ach so, die ist einfach nur, damit man oben auf die Fahne raufkommt, hab verstanden. Aber das mache ich auf gar keinen Fall, vor allem nicht wegen der Grube. Wow, der erste war jetzt auf jeden Fall schwer. Aber so ein Togeiger, ich würde es mir wirklich nicht anschauen. Es sind mir einfach zu viele Abstürze. Und das Beste ist, ja, wie einer hat das in 45, der hat das aber bestimmt geschafft, indem er durch die Pflanzen einfach durchgerannt ist, oder? Weiß ich nicht. Naja. Oh, aber den Weltrekord, das muss ja... Der Weltrekord, 45 Jahre ist und ihrer Japaner. Naja. Wow, aber der war jetzt auf jeden Fall schwer. Okay, schauen wir uns mal den an. Es wurde im zweiten Runde. Ja, zweite Runde. Ach so, da steht immer derselbe Text. Ich habe mir nur... Ach, ist wurscht. So, im Style von Super Mario Bros. 3. Gut, was wollte ich gerade sagen? Ja, also diesen Togeiger. Klingt... Irgendwie klingt schon interessant. Wow! Wow, das ist ja fast schon Kaizo. Na gut, Kaizo ist was anderes, aber... Naja. Moment. Ich muss... Jetzt! Oh, das war zu früh. Aber das ist scheinbar mit vielen passiert. Okay. Bann! Ah, ich darf nicht gleich rennen. Okay. Wow. Okay, der von Super Mario Bros. 1 war schon schwer genug. Wow, ob ich alle in dem Part schaffen werde? Wir werden es sehen. Ah, das war jetzt nicht schwer. So, ein Pilz wäre sehr freundlich. Oh, ich krieg sogar einen Pilz. Was stampft denn da immer so? Was ist denn das, wenn ich fragen darf? Muss ich den erledigen? Ach so, der fliegt ja. So, das sind die Bombs. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wie ich das machen soll. Ah, ich muss den dem ins Gesicht schmeißen. Aber was für einen Sinn hat das? Wie?
Was? Das geht gar nicht. Und wozu ist jetzt der Block? Okay, einen habe ich erledigt. Frage ist, bringt das was? Und den Kettenhund da kann ich ja kaum erledigen. Nur im New Super Mario Bros. U Style. Soll ich jetzt ernsthaft versuchen, alle Worms auszuschalten? Wie langweilig. Okay, irgendwas wollte ich vorher sagen, nur ich habe jetzt vergessen, was. Nein. Also den Kettenhund da, der soll bestimmt nur erschweren, dass ich die... Kann ich in die Röhre da echt nicht rein? Warum hat man die Röhre... Ja klar, wegen Dings. Ist da nichts drin? So. Nein. Soll ich das... Aber was für einen Sinn hat das? Das wäre was gewesen für mein Level. Short, but you need a brain. Okay. Wow, so ein Level scheint das ja auch zu sein. Oder? Ich trottel. Klar doch, so! Oh, Backe. Denke ich mir ja, so geht das hier. Das ist jetzt gar nicht mal so schwer. Ich meine, klar, so. Oh Gott, dass ich darauf jetzt echt nicht auf Anhieb gekommen bin. Wow, okay. Okay, ja, den Trick habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Level gesehen, den ich aber nicht im Let's Play gezeigt habe. Ihr merkt so, ah, den Mario wirbelt im Sprung auch so lustig herum im Super Mario Bros. 3 Style. Das habe ich bisher auch noch nicht in dem Spiel gesehen. Habe gar nicht gewusst, dass es das wieder gibt. Naja. Aber jedenfalls, ich habe doch sowas Ähnliches. War das Togaiga, was ich da gesehen habe auf Nintendo Österreich? Ihr wisst schon, was ich meine. Nein! Und kein Checkpoint. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wie ich schnell vorankomme. Okay, ja. Geisterhaus-Style. Das Geisterhaus, das gab es ja in Mario Bros. 3 noch nicht. Oh Gott. Oh nein. Nein, jetzt ist wieder so ein komischer Sterbesound. Also ihr wisst schon, wenn man erledigt wird, das passiert ganz selten im Spiel. Oh Backe. Und ich finde es irgendwie das Unnötigste, was es in dem Spiel gibt. So, na bitte. So schwer ist es eigentlich wirklich nicht. Jetzt bin ich auch schön groß. Jetzt werde ich das sicher schaffen. War das wirklich nicht das, was ich damals gesehen habe auf Nintendo Österreich? Also, da waren halt so ein paar Japaner und die haben so ein Pac-Man-Level, aber ohne Amiibo halt gespielt. Einfach nur das klassische Pac-Man nachgebaut. Und ja, das war aber, glaube ich, noch vor dem Release-Tag. War das das? Oder ist das hier wieder was anderes? Naja, finde ich aber cool, wie die Bob-Bombs zerquetscht werden. Und ich hätte mir jetzt schon ein Tanuki-Blatt erwartet. Okay, Moment. So. Gib Stoffklempner. Ihr merkt, wenn man ganz schnell rennt, rennt er da einfach drüber. Moment. Was? Okay, ich hab verstanden. Ein Loch gibt es. Und, hä? Okay, Moment. Ich habe so eine Ahnung, was da raus... Was? Was? Moment. Ich verstehe es jetzt nicht. Alle Heps, oder? Ne? Moment. Ah, ich hab so einen Schimmer. Diese Tür? Moment. Ah, Moment. Ja, jetzt weiß ich, wie das geht. Aber wozu ist dann der P? Moment. Hä? Ach so, ja, das sind gar nicht zwei verschiedene Plattformen, sondern nur eine durchgehende. Und den Schalter braucht man, um dahin zu rennen. Ich hab schon verstanden. Gut, in dem Level muss man aber ganz schön viel beachten. Und ich denke mir, ja, so kommt man da immer rauf. Nein, das traue ich mich jetzt nicht. Das war eine gute Idee. So. Oh, die Level sind aber ganz schön hardcore. Das muss man schon dazu sagen. So. Moment. Ich mache hier mal mehr Platz. Okay, Moment. Okay. Okay. Ah, okay. Bitte sag jetzt nicht, da oben sind, wären noch welche gewesen. Aber. Verstehe nicht ganz. Soll ich zwei P-Schalter herumschleppen? Ich verstehe schon. Ich muss einen hier ablegen und den nächsten holen. Genau. Bitte sagt, der andere ist noch da. Nein.
könnte ja... Den kann ich nicht mitnehmen. Ich glaube, ich muss jetzt einfach voll Stoff geben. So. Gib Stoff, Klempner. Stell dir einfach vor, du wärst Sonic. Was? Oh, oh. Okay, ich habe verstanden, wie das geht, aber das ist ja... Puhuhu. Also, wenn echt so ein paar... Stell dir mal vor, ich bin mir aber ziemlich sicher, da spielen nur echte Profizocker bei diesem Tokaiga-Wettbewerb mit oder wie es auch immer heißen mag. Aber ich würde es mir trotzdem nicht anschauen. Das bestimmt wirkt immer nur noch aus. Wie soll das schneller gehen? Wie soll das hier schneller gehen? Muss ich da einfach raufspringen oder was? Ne, wirklich, wie soll denn das schneller gehen? Moment, so. Moment. Das. Ah, Moment. Moment. Ah! Ich versuche ihn raufzuschießen, aber ich glaube, ja, das geht hier auch nicht. Moment. Ich würde vorschlagen, machen wir uns mal eine größere Fläche. Dann kann ich. Okay, gut. Muss ich vielleicht mich da durchquetschen? Ein theoretisch wird's gehen. Nur der Klempner passt nicht richtig. Nein! Nein! Nicht schon wieder. Von an. Man hätte mir wenigstens einen Checkpoint geben können. Einen lausigen Checkpoint. Das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Also ernsthaft. Jetzt werde ich langsam sauer. Und ich bin mir sicher, ich werde nicht alle von denen in einem Part schaffen. Jetzt flippe ich gleich aus. Also ernsthaft, wie soll denn das gehen? Ich überlege gerade. Ich glaube, ich muss einfach nur wirklich voll Stoff geben, oder? Mir fällt keine andere Möglichkeit ein, wie das gehen soll. Ich überlege gerade. Wow. Die armen Leute beim Tokaiga, oder wie man das auch immer ausspricht. Aber die Japaner, die haben eigentlich schon viele von diesen Spiele-Shows, was es ja in Europa teilweise gar nicht richtig gibt. Schade eigentlich. Wow. Okay, gib Stoff. Okay, da wären wir wieder. Dann machen wir mal alle Blöcke haben. Oh Gott. Wie soll denn das echt schneller gehen? Muss ich da einfach wirklich nur dieses... den P-Schalter... Wird ja... Warum? Moment. Na gut, jetzt kann es mir ja noch egal sein. Gibt's hier kein Tanuki? Oh Gott. Ich mache mir mal alle Plattformen. So. Jetzt geht's um die Wurst. Obwohl, rein theoretisch kann ich mir ja eine Abkürzung machen. Ich probier's trotzdem mal. Irgendwie muss es ja gehen. So. So. Und. Aber ich weiß. Ja, so geht's. So geht's. So geht's. Genau. So, jetzt muss ich das nur noch perfekt hinkriegen. So. 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 Gib Stoff. Nein! Das war doch jetzt nur eine lausige Sekunde. Wie? Hä? So, das geht das überhaupt schneller? Ich überlege gerade. Moment. P-Schalter, der geht doch gar nicht weiter vor. Oder? Moment, aber dann komme ich ja rein theoretisch gar nicht hin. Moment.
Moment. Und. So. Ich drücke jetzt Vollgas nach rechts. Ich muss doch auf die Plattform da irgendwie raufkommen. So. So. Und. Ja, ich hab's geschafft. Wow. Na bitte. Oh, das ist schon das Ziel. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, da kein Checkpoint war, dass es da noch einen Abschnitt gäbe. Aber wow, die sind aber ganz schön schwer, diese Tokaiga-Level. Mir tun die armen Leute leid. Aber ich bin mir ganz sicher, wie hat jemand das Level in 38 Sekunden geschafft? Ich bin mir sicher, irgendwelche Abkürzungen gäb's schon, aber wow, und ich krieg nie mal einen Pilz dafür. Na gut, was hätte man da auch machen können? Game Party Japan. Und es gibt noch zwei von diesen Leveln. Einmal unter Wasser, einmal Schloss. Hat man aber eigentlich halbwegs gut gemacht, dass man alle von den, ihr wisst schon, alle von den 6 Weltarten. Okay, ich würde vorschlagen, die nächsten beiden da, die ja bestimmt auch so lange machen, machen wir im nächsten Part. Ich hätte jetzt eigentlich echt gedacht, dass wir die alle 4 in einen Part reinkriegen, aber wohl, wohl zu positiv gedacht. Naja, aber im nächsten Part schaffe ich's. Das weiß ich. Also, tschüss!